das wäre schon recht herzlich an zu unserer Veranstaltung. Das Programm Open Source Alternativen zu Oracle Datenbanken ist heute Nachmittag unser Thema. Mein Name ist Erich Hoffel, SIK, bin in der Arbeitsgruppe OSS und leite Informatik und der Bauverkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern. Unsere Arbeitsgruppe Open Source in der SIK, wir behandeln regelmäßig Themen. Was sonst? Open Source. Im Januar, Februar hat bei uns das Thema Datenbanken ziemlich rasant an Schwergewicht zugenommen in der Diskussion. Und wir haben uns dann entschlossen, dass wir diesen Frühling noch zusätzliche Gäste einladen möchten, die zu diesem Punkt referieren können. Mit Absprache von Matthias Stürmer vom CH Open haben wir dann zusammen das heutige Programm aufgestellt. Herzlichen Dank allen Beteiligten. Auch der Erziehungsdirektion des Kantons Bern für das Gastrecht, dass wir hier sein dürfen. Und wir haben drei hochkarätige Referenten finden können. Die haben sich auch zur Verfügung gestellt, heute Nachmittag zu referieren zum Thema Open Source Datenbank. Wie weit ist das? Was für möglichen Szenarien gibt es? Ist es spruchreif für einen professionellen Betrieb? Das ist das, was mich sehr interessiert. Gibt es Migrationsmöglichkeiten von Er hat heute schon grüne Wiese von der heutigen Ausgangslage, wo man eben im Unternehmen im Einsatz hat. Und das Übliche immer wieder, Stärken, Schwächen, Risiken, Vorgehens, Best-Case-Szenarien, die man anwenden kann, weil ich bin überzeugt, dass auch wir hier nicht alles neu erfinden müssen in der Schweiz. Zum ersten Referenten, Stefan Keller. Professor an der Fachhochschule für Technik in Rapperswil, Entschuldigung. Als wir zusammen irgendeinmal in Zürich nachgegessen haben, dachte ich, dass das schnell geht. Wir haben uns ausgetauscht und er unterrichtet an der Fachhochschule als Professor, primär im GIS-Umfeld, geografische Informationssysteme. Die beim Kanton Bern sind auch bei mir angesiedelt, also wir haben da Gemeinsamkeiten von der Herausforderung und er hat mir ganz packend und spannend erzählt, dass er heute GIS-Lösungen auf Open Source Datenbanken produktiv betreibt und nicht nur das, er bildet auch Bachelor- und Masterstudenten aus auf diesem Niveau, das heißt unsere Zukunft wird in diese Richtung ausgebildet und das ergibt natürlich interessante Aspekte auch für den Markt in Zukunft. Ich bin sehr gespannt über sein Thema, Stärken, Schwächen, Chancen und die Risiken mit Einsatzbeispielen von Open Source Datenbank. Meister Stefan. Vielen Dank. Also, mein Name und Herkunft haben Sie gehört. Es ist rein quantitativ, unterrichte ich mehr im Nicht-GIS-Bereich. Was ich erzählt habe, war von der Forschung und die Studenten, die ich unterrichte, das sind Computer Science, Informatikstudenten. Pro Jahr 60 bis 80, bei denen ich einfach Datenbanken unterrichte. Und das ist im Zusammenhang gleich noch interessant, weil es eben auch einen breiteren Aspekt hat. Was ich berichten möchte, ist zunächst einmal nicht entlang dem Titel, sondern was sind überhaupt für Charakteristiken zu erwarten, von was ist anders an oder gemeinsam an Open-Source-Datenbanken, wie sind sie verbreitet. Dann habe ich sozusagen eine Referenzenliste zusammengestellt als Einsatzbeispiele und berichte an zwei Beispielen, eben aus dem Geoinformationssystembereich und aus der Lehre, freihändig. Und komme dann sozusagen zum Abschluss zurück zum Titel Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken, eher als Diskussion und Abschluss gemeint. Ich bin auch sehr gespannt auf meine Nachfolger, von denen ich Mark Baller gut kenne, von Konferenzen her. Und dann kommt eben noch ein Kollege aus Holland, der über die Migration spricht, wie Sie in den Unterlagen hier sehen. Und das ist sehr interessant, über diese Aspekte zu sprechen. Ich unterrichte nicht nur mit Postgres und Open Source Datenbanken, wie die alle heißen, sondern in der Aufbauvorlesung unterrichten wir dann auch kommerzielle Datenbanken, damit die Studenten eine Palette haben, von jedem etwas kennenlernen, mindestens die, die sich vertiefen möchten in Datenbanken.
Das Ziel jetzt meiner 30-minütigen Präsentation ist, dass Sie Open-Source-Datenbank-Management-Systeme als Alternative zu kommerziellen Produkten wie der Marktleader Oracle, wie MS SQL Server namentlich kennenlernen. Die beiden kenne ich noch ein bisschen, Oracle noch ein bisschen mehr, aber auch MS SQL Server wird bei uns unterrichtet. Dann möchte ich von Erfahrungen erzählen, dass Sie von Erfahrungen hören von Open-Source-Datenbanken und allenfalls Vorurteile abbauen und Vertrauen aufbauen in solche Alternativen. Das ist mindestens das, was ich aus Diskussionen immer wieder höre und weiß, dass das Fragen sind von IT, aus Sicht von IT-Leitern. Die Sicht von IT-Leitern bei der Verwendung von Open Source ist natürlich als häufigstes Argument die niedrigeren Kosten. Das heißt, das ist aber im Prinzip auch eine Chance, ist dann auch eine Chance, und das ist nicht null, das möchte ich mal sicher feststellen, aber das wissen Sie wahrscheinlich schon, sonst wären Sie nicht hier, nehme ich an. Also die Kosten sind nicht null, und dass sie nicht null sind, heißt, es braucht immer noch Support natürlich, es braucht vielleicht den Teil, den Sie bisher an Lizenzen bezahlt haben, einen Teil davon. Braucht es zur Entwicklung von Funktionen, die vielleicht noch nicht vorhanden sind. Und das wiederum finde ich jetzt nicht nur eine Chance für uns selber als Hochschulen, sondern es ist im Prinzip eine Chance für europäisch-schweizerische Markt und überhaupt unsere Identität, dass die so ansonsten von Übersee geprägte Software eben durch Open Source eben auch europäischer wird und schweizerischer durch diese Zusatzleistungen, die sie aus dem Land beziehen und nicht von Übersee. Diese niedrigen Kosten, die schaffen halt wiederum Raum für Innovation, und ich möchte jetzt nicht Namen jetzt hier hinschreiben, ich zeile die frei auf. Natürlich zuvor das Google, das vielleicht schon so abgehoben ist, dass es eine KMU oder eine Verwaltung nicht interessiert, aber das Grundprinzip ist schon so, dass Google auf den Schultern von ausgereiften Open-Source-Projekten sitzt und diese freigewordenen Ressourcen nutzt, um entweder weitere Software zu schreiben oder sonst in Marketing zu betreiben, zum Beispiel für dieses Geld. Es gibt auch Schweizer. Pioniere ist ein bisschen ein großes Wort für schweizerische Verhältnisse, ohne gleich als Großmaul dazustehen. Ich kenne Zürcher, Ostschweizer, Pioniere, Namix, Leap, die sich auch geäußert haben, die Chefs zur Unternehmenskultur, die setzen Open Source ein und mit Grund. Dann gibt es noch einige weitere Argumente, die jetzt für Open Source sprechen, nämlich man kann die Softwarequalität testen. Das spricht jetzt der Softwareentwickler aus mir. Wir halten sehr viel von moderner Softwareentwicklung in Rapperswil, und durch die Open Source ist die Sichtbarkeit groß geworden. GitHub ist ein Stichwort, das fast revolutionär eine Lösung anbietet, bei der man Source Code austauschen kann, mit der Aufforderung Fork Me rechts oben sozusagen, mach was draus, test es selber. Das ist schon auch ein wichtiges Argument für Open Source, dass jetzt diesen Reifeprozess, der jetzt festzustellen ist, beschleunigt hat. Der Reifeprozess von Open Source jetzt über die weiterverbreiteten Komponenten wie Apache hinaus eben in mehr Richtung Anwendungsnähe. Und die Datenbanken sind so etwas zwischen Betriebssystem und reiner Anwendung. Wenn ich im Titel habe Open Source Database Management Systems, dann gibt es ein paar große Namen. Da groß geschrieben MySQL mit historisch gesehen dem großen Marktanteil mit einer Firma wie Red Hat, die auch entsprechend Service Level Agreements anbietet. Und das wurde aber aufgekauft, ein Teil davon von Oracle zusammen mit Sun, worauf sich da dann eine kleine Schwester gebildet hat,
und viele Linux-Distributionen umgestiegen sind auf die wieder ganz Open-Source-orientierte MariaDB aus MySQL. Dann gibt es eben noch PostgreSQL und ein Teil meiner Vorstellung ist eben über Postgres, weil ich da das am besten kenne, als Open-Source-Datenbank. Dann kenne ich noch SQLite. Wer kennt SQLite? Das ist in jedem Android-Handy drin, in eigenen Browsern. Es ist eine sehr freundliche Lizenz dahinter. Es ist eher ein Speicherkübel als eine Datenbank, auch wenn es nicht einmal auf der Webseite so steht, weil da können Sie zwar deklarieren, dass der Datentyp Zahl ist, aber Sie können dann trotzdem hineintun, was Sie wollen. Und das macht mit der Lizenz SQLite eben auch so interessant für gewisse Datenaustauschanwendungen oder vorübergehende Speicher. Aktivität ist eine In-Prozess-Datenbank, also nicht zu verwechseln mit In-Memory, sondern sie startet sozusagen mit dem Treiber der Applikation, startet auch gleich noch die Datenbank mit, ist daher jetzt nicht serverorientiert und jetzt nicht interessant für Rechenzentren natürlich, sondern für alle die jetzt aufgekommenen Applikationsdatenbank-Anwendungen. Und unter Applikationsdatenbank verstehe ich eine Datenbank, die nicht einem Stammdaten verhalten muss. Ich verstehe nicht eine Datenbank, die als zentraler Speicher dient und verschiedenen Projekten zu dienen hat, die unterschiedliche Bedürfnisse hat, sondern ich spreche von aufkommenden Anwendungen, bei der ich eine spezifische Applikation habe. Verwaltung eines Kopierapparats, Verwaltung der Applikationsdaten auf dem Android-Betriebssystem und dafür braucht es nicht so Alleskönner wie die relationale Datenbankmanagementsysteme. Und ich rede davon, dass, das möchte ich nicht verschweigen, eine neue Trend aufgekommen ist, frischer Wind in der Datenbankdiskussion unter dem Stichwort NoSQL. Wer kennt das Stichwort NoSQL nicht? Wer kennt das Stichwort NoSQL nicht? NoSQL ist ein Unwort, das entstanden ist aus der Not, ein Hashtag für eine Konferenz zu finden und hat sich dann aber so verbreitet. Die Idee war, eine Konferenz abzuhalten rund um das Bedürfnis, das im Jahr 2000 aufkam mit Internetfirmen, immer online Hochverfügbarkeit und zu haben, große Datenmengen verarbeiten zu müssen und nächst immer verfügbar zu sein, auch noch ausgerechnet Multi-Master-Master-Master-Replikation zu haben, sodass auf dem rund um den Kontinent ständig geschrieben werden kann, immer die Datenbank verfügbar ist, zu Lasten der Konsistenz. Und NoSQL hätte vielleicht besser NewSQL heißen können oder NotOnlySQL oder so. Und es ging eben darum, eine Applikationsdatenbank zu finden, die ganz spezifische Bedürfnisse abdeckt, zum Beispiel Key-Value-Stores anzubieten, Dokumentendatenbank ist eine Kategorie. Und MongoDB ist eben eine von diesen bekanntesten NoSQL-Vertreter, die nicht relational, das ist nicht relational und eigentlich daher wiederum nicht für die Standard-Rechenzentrum-Bedürfnisse, für das die relationalen Datenbanksysteme, die hier oben eben stehen. Und auf dieses Thema möchte ich jetzt weiter nicht eingehen. Interessant ist höchstens, dass das NoSQL eher eine Bewegung ist, die sagt, formulieren Sie Ihre Bedürfnisse und leiten Sie die Datenbank daraus ab. Und sagen Sie nicht einfach, Oracle oder wie die alle heißen, ist gesetzt, also bauen wir die Applikation nach den Bedürfnissen von irgendeiner gesetzten Datenbank. Weil Oracle und wie Sie gemerkt haben, auch andere, nicht der Anforderung der Hochverfügbarkeit und Multi-Master-Anforderungen genügen.
Es ist auch eine Chance, Legacy Code loszuwerden. Und ich wollte es einfach erwähnt haben, ein Open Source ist ein Kriterium dieser Datenbank geworden. Es muss aber nicht. Es gibt auch kommerzielle NoSQL-Datenbanksysteme. Das sind die wichtigsten. Jetzt fragen Sie sich eben vielleicht, was sind die Unterschiede unter diesen Datenbanken mal relativ gesehen. Das ist nicht so beliebt unter Open Source Leuten über andere Projekte zu lästern oder sich zu hervorzuheben, aber ich denke, das interessiert Sie. MySQL, wie gesagt, ist sehr schnell, hat zuerst gar kein Transaktionsmanagement groß gebraucht, ist beliebt in Webshops, also kurze Transaktionen, beliebt in Content-Management-Systemen und zur Verwaltung von Foren, wird halt ausgeliefert mit Apache und PHP, wird in Hosting-Services out of the box, auf der Stange angeboten und hält sich daher eben hartnäckig als Open-Source-Datenbank. Es ist aber, wenn man genauer hinschaut, in verschiedenen Belangen unterlegen. Jetzt zum Beispiel Postgres, das ich jetzt noch separat anführe, weil es nicht immer SQL-kompatibel ist, weil es an x Orten Kompromisse eingeht, die nicht sauber sind, und dann gewöhnt man sich daran, dass Null-Werte mal gelten, mal nicht gelten und das Group-By mal etwas zurückgibt, mal nicht. Und es hat auch wenig zu bieten im Bereich Zusatz, also speziell geografische Datentypen, über die ich auf Postgres gekommen bin, weil eben Postgres dort stark ist. Und was dann wichtig ist, es wurde eben aufgekauft, eine Technologie von MySQL wurde von Oracle aufgekauft und der Support wurde umgebaut und die Leute, die einen sind sowieso grundsätzlich gegen Kommerzialisierung, die anderen haben sich eher am Support gestört, was ich aus erster Hand weiß vom Support aus Deutschland, der das organisiert und hat dann zu einer Bewegung geführt, die einerseits zu einer Alternative, eben MariaDB, die unabhängig ist, und andererseits zu anderen Datenbanken. SQLite ist, wie gesagt, klein, ist nicht mal ein Megabyte groß und unterstützt trotzdem sehr viel SQL-Konstrukte, wobei es eben nicht die Konsistenz Anspruch hat an Datentypen. Also ich sage jetzt keine Datentypen, das SQLite-Fans würden sagen, es hat eine Art dynamischer Datentyp, das klingt viel, viel besser. Also was Sie reinstecken, kriegen Sie auch wieder raus. Wenn Sie unbedingt wollen, kriegt man es hin, aber dann ist es nicht mehr schnell. Die SQLite-Datenbank. Dann gibt es Oracle, das ist groß. Ich habe mal recherchiert, was es für Vergleiche gibt zwischen Oracle und Postgres. Und jemand hat das verglichen mit einem 14-Tonner, so ein amerikanischer Truck. Und das lasse ich gelten im Vergleich zu Postgres, dass das vielleicht nur ein 1-Tonner ist. Und das meine ich jetzt durchaus auch in Megabytes Installationsgröße und Zeit, die es zu installieren braucht. Und meine Studenten sind da gnadenlos. Ich habe in mehreren Übungen offen gelassen, die Übung auf Oracle zu machen oder auf Postgres. Und damit es noch leichter fällt, ein Image bereitgestellt, wo Oracle schon installiert ist, ein Virtual Image. Und die sind da gnadenlos und finden es halt schlanker, für so Übungen halt eben eine Open-Source-Datenbank, die leichtgewichtiger ist und doch den ganzen SQL-Umfang oder das meiste davon anbietet. Es gibt, was es aber unbestimmtermaßen gibt rund um, und jetzt spreche ich also nur vom SQL-Umfang, was es natürlich bei Oracle Datenbank gibt, das sind eine Unmenge an Komponenten zur Entwicklung, Form Manager, Entwicklungsumgebungen, Toad Manager und andere, die auf die professionelle Entwicklung von PRSQL und von Oracle Code sind. Es gibt
entsprechend Optimierungsanleitungen und so weiter, aber eben vor allem Software rundherum, Java Suiten, um die Datenbank zu programmieren. Es gibt auf Knopfdruck die Möglichkeit, aus einem Schema eine Internetapplikation generieren zu können. Das alles kriegen Sie nicht so einfach auf Knopfdruck von Postgres. Es gibt eine große Firma dahinter, die im schlimmsten Fall, wie gesagt, wirklich einen Truck hinstellt, wenn der Disk Space oder die Ressourcen ausgehen, die Performance runtergeht, die sogar sowas anbietet, da, um Engpässe abzufangen. Heute geht natürlich über die Cloud. Und solch eine Dienstleistung und Funktionalität in zweiter Stelle hier notiert, gibt es nicht so einfach auffindbar in der Open-Source-Welt. Es ist nicht günstig, da wissen Sie wahrscheinlich mehr zu erzählen, was ich von Herrn Hofer gehört habe. Ein bisschen günstiger und viel mehr fürs Geld kriegt man meiner Meinung nach bei MS SQL Server. Und ich bin ansonsten weiß Gott nicht unbedingt Microsoft-Fan, aber der SQL Server, da weiß ich, ist die Codebasis recht gut. Ein Praktikant von mir hat sich anstellen lassen drüben. Da habe ich so meine Informationen. Und die Codebasis ist gut geblieben, gut geschrieben, gut geblieben, und Sie kriegen sehr viel fürs Geld. Eben zum Beispiel Business Intelligence Tools, Integrationstools und so weiter. Da ist das wirklich, muss ich sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis meines Wissens besser beim MS SQL Server und absolut gesehen für irgendeinen typischen Vergleich unter 20.000 Franken, wenn es bei Oracle mit weit über 20.000 Franken sind, natürlich je nach als einfache Kombinationsbeispiel. Die Verteilung innerhalb der Open Source Datenbanksysteme ist eigentlich fast unmöglich festzustellen. Es gibt zwei Ansätze. Einer, muss ich gerade mal schauen, ich glaube nicht der hier, nein. Es gibt einen Ansatz, den ich jetzt nicht gebracht habe, die Anzahl Fragen im Internet als eines ein Maß nehmen über die Bekanntheit von Open Source Datenbanken. Da ist die erste Frage, die habe ich jetzt nicht aufgeführt. Die ist natürlich ein komisches Maß, also quasi je schlechter die Datenbank, desto mehr Fragen gibt es, könnte man dann sagen. Das habe ich keine so gute Idee gefunden als Verteilung, Verbreitungsmaß einer Datenbank. Aber es gibt so Versuche, weil man kann ja nicht bei Open Source die Anzahl Seeds oder Lizenzen zählen, weil es einfach heruntergeladen werden kann. Was die da versucht haben, was ich da gefunden habe, das einigermaßen aktuell ist, von einem Jahr alt, das ist eine Hostingfirma, eine amerikanische Hostingfirma mit Kunden auch in Europa, die ihre Anzahl Hosting-Verträge zählt. Und die haben das gibt einen gewissen Eindruck, der für mich jetzt realistischer ist. Da haben wir als größter Marktanteil MySQL mit 43%, wo man dann das verwandte MariaDB dazu zählen muss, dann kommt man auf 60 circa. Dann kommt in diesem Fall an zweiter Stelle bereits eben dieses MongoDB, und für die deutschsprachigen Mongo kommt vom englischen Homanges, was riesig heißt und für deutsche Ohren nicht, politisch nicht ganz korrekt klingt. Aber es heißt nun mal so, dass es riesig heißt, das Wortspiel von MongoDB. Und das Elegante von MongoDB ist, dass Sie eben Replikation out of the box kriegen. Sie können wie Google einen Desktop hinstellen, einstecken und müssen dann auf viel einfachere Art und Weise können Sie dann horizontales Partitionieren, vertikales Partitionieren, kriegen Sie sozusagen automatisch in Sharding und entsprechend Replikation. Interessanterweise ist dann auch die ganze Ausfallsicherheitsfrage eine ganz andere, weil die Redundanz in die Architektur eingebaut ist.
Und Postgres eben an, mit 15%. Das klingt einigermaßen interessant und realistisch, abgesehen eben, dass mich das jetzt ein Hype dünkt, diese 20%. CouchDB ist auch ein NoSQL-Datenbank der ersten Stunde, auf die ich nicht weiter eingehen möchte. Interessant ist noch eine weitere Grafik, die verglichen das für die Nutzung in Europa gegenüber USA. Und die größte Unterschied, den sehe ich bei Postgres, dass in Europa mehr verwendet wird als in den USA. Das ist der einzige Grund, warum ich diese Folie noch zeigen möchte. Dann möchte ich gleich auf Postgres eingehen und das Maskottchen von Postgres ist der Elefant. Ich habe da eines der wenigen Schweizer Exemplare da mitgebracht von einer Konferenz. Und die Postgres-Datenbank, ein Elefant, der ist eigentlich erstaunlich agil. Das ist auch noch so ein Bild. Weil eben nicht nur schwerfällig, wie die einen meinen, sondern es ist relativ agil. Und das meine ich in gleicher mehrerer Hinsicht, auch vom Support her zum Beispiel. Die Funktionen sind, es ist erprobte Open Source Datenbank, es ist eine vollkommen ACID-kompatibel, es ist SQL-kompatibel. Es hat eine Query-Optimierung, es kennt Replikation, endlich als Standardfunktionalität, aber nur Master-Slave und nur eine Art Replikation. Ansonsten gibt es ein Dutzend Projekte, wo man sich dann aber durchkämpfen muss, um das richtig hinzukriegen. Da braucht es dann spezielles Know-how, nicht, dass es nichts gäbe. Es gibt Hotbug-Backup, also eben die Möglichkeit, das hochverfügbar zu machen. Es gibt Erweiterungen, einen Erweiterungsmechanismus, bei der man zusätzliche Datentypen im engeren Sinne hinzufügen kann, von denen ich zwei gut kenne, die auch umfangmäßig am größten sind meines Wissens, eben Geodatentypen mit 300 Funktionen zur Abfrage von Linien, Nachbarschaft von Linien, Punkte, Mehrfachpunkte und so weiter. Und Fulltext-Suche, das auch immer mehr ins Zentrum des Interesses rückt, wo man von Intranet-Suche oder Unternehmenssuchmaschinen spricht und nicht gleich auf eine Information-Retrieval-Technologie setzen möchte, sondern die gleiche Datenbank auch noch der Textsuche gibt. Das ist eine interessante Erweiterung. Die Lizenz und die Entwicklungsphilosophie ist wirtschaftsfreundlich, also ich bin nicht ein Lizenz, bin nicht Jurist, kein Lizenzspezialist. Ich habe so drei Kategorien von Lizenzen. Public Domain, also Allgemeingut, ist mal eine zur einen Seite, das andere Extrem ist GPL, eine virale Lizenz, weil der Virus drinsteckt, dass es immer frei sein muss, was man mit diesem Code macht. Und etwas dazwischen ist eben BST, MIT, Apache und LGPL Lizenzen und Postgres ist eben so etwas dazwischen. Unverkäuflich, weil es nicht eine einzelne Firma ist, die das entwickelt, wie das bei MySQL eben passiert ist. Da konnte Oracle eben die Firma, die das hauptsächlich vielleicht aufkaufen, damit waren ein Großteil der Entwickler gekauft. Und das kann bei Postgres nicht passieren, weil es sozusagen weltumspannend ist. Es ist eine sehr aktive Gemeinde. Ich habe schon Sachen gehört in Sachen Mail-Traffic, so eben sehr aktiv, was auch immer das heißt. Ich hoffe, es ist nicht wegen Fehlern, sondern einfach wegen vielen Fragen. Ja. Und welche Rolle spielen Firmen, Unterstützungsfirmen? Wie im Moment ist das sehr stark unterstützt? Ich weiß, Red Hat, was? Ja, ich habe mit Red Hat-Vertretern gesprochen, sie haben es halt nicht im Programm wie jetzt MySQL und unterstützen es, indem sie nicht gleich aktiv so in Sachen Sicherheitslizenzierung, was es da alles gibt. Sie haben es auch im Programm und beobachten den Markt, aber es ist für mich
es ist noch nicht etabliert, Postgres, und daher unterschätzt, meiner Meinung nach. Es ist seit langem, ich bin jetzt sicher, war da auch Diskussion, das würde VMware oder das kann sein. Oder Red Hat würde Postgres schnappen für sich. Nein, das geht, das ist nicht möglich. Das ist einfach von der Struktur her, dieses Projekt ist nicht möglich. Dass man zeitgleich alle diese verteilten, es gibt in der Tschechoslowakei, in Russland, in den USA und in Europa Entwickler, die können sie nicht alle gleichzeitig anstellen. Das geht nicht. Und von daher sage ich eben unverkäuflich. Auch es gibt da keine unfriendly Takeover-Möglichkeit. Ja. Ein Aspekt ist vor allem, dass das Copyright nicht an eine Körperschaft übertragen wird, sondern jeder Entwickler erhält das Copyright von seinem Code. Und wenn nun jemand, wenn jetzt Larry Ellison Postgres anders schaffen will, dann muss er mit jedem Entwickler eine Vereinbarung treffen, dass er seinen Code überschreibt. Ja. Und macht das mal, vor allem bei Entwicklern, die man nicht mehr findet. Die Liste ist im Internet, zumindest die bekannten Namen, die findet man, und auch erstaunliche Namen tauchen da auf, die man in einer Phase des Lesens des Codes beigesteuert hat. Und das ist das Wichtigste. Der Erfinder von dem Ganzen ist der Mike Stonebreaker, der jetzt noch unterrichtet in Kalifornien, und der aber jetzt, also aber, er hat bereits 4 neue Projekte gemacht und entwickelt und dann Spin-offs daraus gegründet, die eben, ich sage jetzt ganz vereinfacht gesagt, in Richtung Applikationsdatenbanken gehen, und das sagt er auch selber. Er ist immer noch kritisch, er sagt, also, dass auch Postgres immer noch alten Code drin hat, und das hat es, den man nicht so schnell los wird, weil es heikel ist, diesen zu ersetzen, was das Los fast aller kommerziellen Anbieter ist. Das schleicht ein bisschen bei so Projekten auch mit, aber er hat zum Beispiel Projekte, jetzt zum Beispiel C-Store oder VaultDB, die eine Open-Source-Variante haben und eine Closed-Source, bei der man Highscores von Gaming-Portalen oder Messdaten effizient verarbeiten kann. Das ist eines seiner aktuellsten Projekte. Und es ist immer noch hochinteressant, ihm zuzuhören, weil er den Finger auf die Wunden legt, die bekannt sind, wo man noch etwas an Geschwindigkeit und an Einfachheit herausholen könnte. Es gibt dann eine folgende Geschichte, ein kurzer Überblick. Eben, wenn wir da Postgres haben, das jetzt immer noch existiert, in diesem, der blaue Pfeil, dann ist der Ursprung ist bei Mike Stonebreakers Hochschulprojekt in Berkeley, das sich Ingress nennt und das es heute noch gibt, aufgekauft wurde von einer unbekannten, einer nicht bekannten amerikanischen Investorengruppe, die jetzt viele Datenbanken zusammenkauft. Und interessant ist, dass SQL Server und Sybase sozusagen letztlich ein Verwandter ist von Postgres. Die Verwandtschaft geht aber so weit zurück, dass zum Beispiel das Procedural Language, das T-SQL von anders ist, nicht kompatibel ist zu Postgres. Während hingegen Postgres sich, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, möchte ich noch nachholen, Postgres ist von der Philosophie wahrscheinlich bewusst oder halbbewusst sehr nahe an Oracle. Also sowohl PL/SQL als auch die ganz andere sonstige Philosophie ist sehr nahe an Oracle by Design sozusagen. Da gibt es noch verschiedene andere Abspaltungen. Als interessanteste hier noch eine amerikanische Firma, die auch Postgres kommerziell anbieten will und eine Kompatibilitätsschicht geschrieben hat, oben drauf, die Oracle-kompatibel ist. Die eine Migration, ich muss es so sagen, die eine Migration von Oracle einfach macht. Und ich weiß, dass mein Kollege aus Holland über das als einer von 2 Migrationspfaden anspricht.
so wie es immer wieder läuft bei Open Source und speziell das nicht so bekannte Postgres, habe ich eine Firma wiederentdeckt, die ich eigentlich schon gekannt habe, die dieses Postgres Plus vertreibt und die es schon immer noch vertreibt und Werbung macht für IT-Leiter und nicht durchgeben, wie man migriert in der Schweiz von Oracle nach Postgres. Habe ich aber erst jetzt beim Aufarbeiten meines Vortrags wiederentdeckt, diese Schweizer Firma. Was auch noch wichtig ist von der Geschichte her, ist, dass die Philosophie von Postgres ist sehr konservativ. Das heißt, sie sind sehr darauf bedacht, dass der Code stabil ist und dass der Code sicher ist. Wenn es passieren sollte, dass es mal irgendwie eine Sicherheitslücke entsteht, dann konzentriert sich alles nur auf das und das Steuerkomitee, das die Releases plant, das ist nicht eines oder noch nicht eines, das sich irgendwie um Meilensteine kümmert, was für Funktionen wollen wir haben. Die Hauptaufgabe dieses Komitees, so wie ich es auffasse, ist den Hühnerhaufen, den Bauernhof im Griff zu halten. Es gibt so viele neue Anträge und ihre größte Sorge ist immer, von jedem Release zu jedem anderen einen stabilen, getesteten Code zu haben. Und wenn mal etwas passiert wie Lestin, wo eine Sicherheitslücke entdeckt wurde, da wird die ganze Energie des Steuergremiums wird in diese Richtung gelenkt, dass ein neuer Patch rauskommt. Und die neue Funktionalität kommt zum Teil wie von alleine aus der Community. Es gibt verschiedene Sprüche zu, was ist das Spezielle. Postgres ist so eine Art Multi-Modell-Datenbank geworden, weil es Postgres schon im Namen die Idee hat, was kommt nach relational. Es gibt objektrelationale Erweiterungen, es gibt Ansätze zur Objektorientierung und es gibt Ansätze zur NoSQL. Und das ist ganz wichtig, weil das ist eine der Eigenschaften, die ich nebst Geometrie und Vortex-Suche auch noch schätze, erst selber entdeckt habe. Es gibt einen Datentyp HStore, ein Key-Value-Datentyp, der sehr effizient genau das macht, was eine Kategorie von NoSQL-Datenbanken ausmacht. Es ist ein Key-Value-Store in der relationalen Datenbank, denn eigentlich ein No-Go relational gesehen. Sie haben eine ID und einen Datentyp Hash-Store und da können Sie dann Key-Value-Paare reinspeichern und die sind trotzdem effizient abrufbar mit einem speziellen Index, der dafür geschrieben wurde. Und daher hat Postgres im Prinzip Aspekte von NoSQL sogar drin. Wenn Postgres hochverfügbar gemacht werden soll, gibt es Load Balancer und Replikationszusätze, die robust funktionieren, meiner Meinung nach. Und wenn das immer noch nicht genügt, wenn es so Richtung Business Intelligence Data Warehouse geht, gibt es Firmen, die sich spezialisiert haben, wie zum Beispiel ein Produkt GreenPlan, das speziell auf der Basis von Postgres eben auch die Verarbeitung großer Datenmengen im Data Warehousing anbietet. Das ist damit eine Kategorie für sich alleine, gegenüber dem Online Analytical Processing. Wenn eben, ich habe jetzt dort Referenzen zusammengesucht, die nicht so einfach zu finden sind, auf der postgres.org gibt es und .de gibt es einige, aber keine schweizspezifischen. Was man schon bei Wikipedia findet, sind bekanntere Namen aus den USA, Firmen, US-amerikanische Firmen wie Sony, Skype, BASF oder die Space Station, um einige zu nehmen, das sind nur ausgewählte Referenzen. In der Schweiz weiß ich, dass es bei Swisscom verwendet wird für das Logging von Verbindungsdaten. Und dann kommen Geoinformationssystemstellen, die das nicht nur in der Vermessung, sondern im Bereich des Katasters und der grünen Ämter brauchen. Entschuldigung,
kommen die Folie rüber? Selbstverständlich kann ich die zur Verfügung stellen, können und kann ich dem Organisator übergeben am besten oder sonst auf meinen Seiten publizieren. Der Kanton Zürich, der berühmte GIS-Browser, das Pendant zum noch berühmteren, das ich jetzt vergessen habe, der SwissTopo, verwendet für ihre Infrastruktur zur Verbreitung der Karten, map.gearmin, verwenden sie Postgres unten dran als Backend, als Datenbank. Der Kanton Solothurn war früh dran, und zwar nicht mit den Desktops, die Geschichte mit den Unix-Desktops, sondern auch im Bereich Geoinformationssysteme. Heute noch sehr aktiv. Kanton Thurgau verwendet Postgres eben mit dieser PostGIS-Erweiterung. Die Stadt Uster, um als auch eine Kommune, eine Gemeinde zu nehmen, wenn auch eine große. Dann, wie gesagt, im Unterricht setzen wir es ein als Einführung und ganz pragmatisch, weil es den ganzen Umfang von SQL abdeckt, den ich in zwei Semestern vermitteln kann. Das geht immerhin so weit bei uns, dass wir auch Vito-Funktionen und Common Table Expressions, also neuere SQL-Standards unterstützen, rekursive Funktionen, also rekursive Abfragen möglich sind, dass wir Stored Procedures programmieren, das dann aber auch in Oracle, damit Sie das auch kennen, die Studenten. Wer sich interessiert, welche Länder im nahen Ausland sich auch mit Open Source Datenbanken beschäftigen, dann weiß ich, dass in England viel läuft. Die GovBook UK ist eine bekannte Webadresse mit einigen Unterlagen, auch über die Datenbanken hinaus. Wir hören etwas von Holland dazu und ich trage es auch auf meinen HSR-Seiten zusammen, diese Informationen. Das ist nun eine Auswahl. Und das schon einige Jahre, also eben Kanton Solothurn als einer der ersten, sieben Jahre oder mindestens, wo sie Postgres einsetzen, produktiv. Dann ist eine große Frage, was gibt es denn für Dienstleister, die dann Support anbieten könnten? Und ich habe jetzt da einen zusammengestellt, von denen ich weiß. Jetzt so mehr oder weniger alphabetisch. Und wer fällt? Die Anwesenden alle ausgeschlossen, IT fehlt und Microsystems fehlt, aber das könnt ihr, die Werbung könnt ihr selber machen, das stimmt. Second Quadrant ist eine große europäische Firma, auch in Deutschland eine Niederlassung hat, die 24 Mal Stunden an 7 Stunden Support anbietet. Das ist einer der heißesten Anwärter, solange es in der Schweiz nicht ähnlich große Dienstleister gibt. In der Schweiz ist Camp2Camp eine große Firma, die sich aber eher in Richtung Geoinformationssysteme zum Teil spezialisiert hat. Es gibt eine kleine Firma 7R GmbH aus Basel, Greenplum in Deutschland, dann Internet24.de, ein Hoster, dann eine Firma aus der Ostschweiz, ITOS GmbH, die schon lange mit Postgres arbeitet. Dann eben das LC Consult, wo ich da das Papier rumgehen lasse, was ich gefunden habe auf deren Homepage, die explizit Migration von Oracle anbietet und entsprechende Beratung. Da gibt es eine GIS-orientierte Firma wieder. Das LC Consult ist Rechenzentrum-Spezialist offenbar. Die anderen, die nächsten beiden sind wieder aus dem Geoinformationssystemumfeld, Firma SourcePol aus Zürich, Firma Ostandia in Frankreich, die oft jetzt auch in die Schweiz kommen, ab und zu für Vorträge. Dann, die größte Firma ist Enterprise DB, die in den USA, die ich schon erwähnt habe, die offenbar auch in Europa mittlerweile tätig ist. Mein Kollege kann wahrscheinlich mehr dazu erzählen. Im Sinne einer Zusammenfassung komme ich daher zu Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. Meiner Meinung nach eben die hervorstechendste Stärke ist natürlich das Versprechen, dass man Kosten einspart. Eben, ich hoffe nicht, dass sie mehr meinen Stein-Hut kosten, sondern dass sie dann eben eine Firma brauchen. Das ist damit um die Schwäche, dass es noch keine
Angebote gibt mit Best Effort Service Level Agreements, die jetzt einfach so bekannt werden. Wenn man das will, kann man es machen, aber es ist nicht so verbreitet. Die Chance ist da, dass wir eine reifende Software, meiner Meinung nach, ohne jetzt schlecht schlafen zu müssen, bin ich überzeugt, dass Postgres imstande ist, genauso robust zu arbeiten im Kern wie eine kommerzielle Software. Wenn nicht zum Teil sogar robuster, weil es gibt keine Showstopper in dem Sinne, wenn man Zugriff hat auf solche, die imstande sind, Postgres zu kompilieren und zu patchen, wenn es denn sein müsste. Und die Risiken, es sind halt das, was sie alle abgehalten hat, bisher Open Source zu nutzen, es machen es die anderen noch nicht alle. Also ist man immer auf einer Art Schleudersitz. Wenn etwas schief geht, kann man nicht sagen, die anderen, denen geht es ja gleich. Also mir können sie keinen Vorwurf machen. Das kann man eben noch nicht sagen und das ist eben das Risiko, das sie eingehen müssen, vorläufig noch. Die Adresse von mir haben Sie, die Folien kriegen Sie selbstverständlich auch. Damit bin ich am Schluss von meinen Ausführungen. Vielen Dank. Stefan, herzlichen Dank für deine Ausführung. Wenn ich jetzt hier zuhöre und ich ein bisschen jünger werde, würde ich mir überlegen, ein paar Semester mit dir einzuschreiben. Gerade zur Datenbank und diese ganze Gesthematik für mich hochinteressant. Herzlichen Dank.